Wir freuen uns, zum fünften Mal den Asahi Kasei Workshop hier zu haben. Asahi Kasei ist langjähriger Partner der Sportstadt Düsseldorf und von D-Sports seit 2017. Und wir freuen uns besonders, dass wir die Chance haben, mit einem Partner Projekte auch in der Stadt umzusetzen. Asahi Kasei nimmt die Chance wahr, der Stadt Düsseldorf was zurückzugeben, ihre Corporate Social Responsibility. Wir haben heute hier aus Japan Top-Trainer eingeladen, Top-Athleten, Medaillengewinner auch bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften, die als Vorbilder auch für unsere Jugendlichen aktiv sein sollen. Wir haben verschiedenste Jugendliche hier. Wir haben Anfänger, aber auch schon fortgeschrittene Judoka, die hier versuchen werden, sich jetzt auch einiges mitzunehmen. Uns aufgewärmt, dann ein paar Judo-Techniken gemacht und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Für mich war es neu, dass die japanische Sprache und dass ein Judo-Weltmeister hier ist. Wir haben heute verschiedene Techniken gelernt, mit Aufwärmübungen haben wir auch gemacht und auch verschiedene Rollen haben wir gemacht und ja, es hat sehr Spaß gemacht, finde ich. Judo ist in Japan nicht nur beliebt als Sportart, sondern auch als Übung für die persönliche Entwicklung. Und daher üben viele Schüler und Schülerinnen in der Schule Kampfsport sowie Judo. Ich freue mich, dass Judo auch sehr hier in Düsseldorf gefördert ist. Das hier ist einfach ein tolles Event. Wir haben wegen Corona ja 2 Jahre darauf warten müssen. Es ist so etwas wie eine Brücke zwischen Deutschland und Japan. Und wir bei Asahi Kasei freuen uns, so eine Sache zu unterstützen und werden damit auch in Zukunft weitermachen. Es ist einfach so schön, viele lächelnde Kinder zu sehen.